Experiment AfD haben wir unseren Themenschwerpunkt genannt und damit ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Experiment AfD, das ist übrigens ein Zitat vom stellvertretenden Parteivorsitzenden der AfD, das ist Alexander Gauland. Mit ihm werden wir nachher noch sprechen. Aber hier im Studio haben wir auch einen Professor der Politikwissenschaften, der uns das wissenschaftlich einordnen wird, was die AfD ausmacht. Herzlich willkommen, Professor Tilman Mayer von der Universität Bonn. Ganz herzlich willkommen. Die AfD, also eine spannende Partei. Sie hat ja einen rasanten Aufstieg in den letzten Jahren hingelegt. Ich erinnere noch mal kurz, 2012 noch als Bürgerinitiative gegründet, dann sehr achtsam im Bundestagswahlkampf 2013 geschlagen und 2014 dann ein Jahr des Durchbruchs, Einzug ins Europäische Parlament, aber auch Einzug in verschiedene Landesparlamente. Grund genug, heute also einen Schwerpunkt über diese Partei zu machen, um den aktuellen Stand uns näher zu veranschaulichen, aber auch zu schauen, wohin tendiert sie in diesem Jahr. Also gute Unterhaltung, sage ich an dieser Stelle schon mal. Und wir wollten einsteigen mit einem Bericht über den Flügelkampf, den es in den letzten Wochen gab, innerhalb der AfD. Und der scheint nun auch beigelegt zu sein. Erstmal Frieden jetzt in der AfD nach zuletzt wüsten Beschimpfungen innerhalb der Parteispitze. Bernd Lucke hat sich durchgesetzt. Ab April soll es nur noch zwei Vorsitzende, ab Dezember nur noch einen geben. Ob es zum Beispiel Frauke Petri und Lucke werden und am Ende Lucke alleine, soll ein Parteitag entscheiden. Kritik, etwa an der Doppelspitze, will heute hier niemand üben. Hallo, ja, ja, von wegen. Nun soll es nur noch um politische Inhalte gehen. Der Streit über Personen und Satzungen in den letzten Wochen hat das viel zu sehr überlagert. Das ist auch unser Fehler. Alexander Gauland sagt, mit vorerst zwei Chefs seien der nationalkonservative und der wirtschaftsliberale Flügel vertreten. Und damit auch die Flügel, die eher mehr Nähe zu Pegida suchen und jene, die eher mehr Abstand wollen. Die da auf die Straße gehen, verteidigt die AfD auch heute. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht der Bürger, gegen eine missliebige Regierung mobil zu machen. Zurück zum internen Streit. Ein Anti-Lucke-Brief erst vorgestern. Viel Kritik an Satzungsdetails. Und der Satz, sie spielen in der Öffentlichkeit mit dem Gedanken, sich notfalls aus der Führung der AfD zurückziehen zu wollen. Dann tun sie es. Aber ich glaube, wir haben hier eine gute Lösung gefunden für die Partei. Lucke will nur bleiben, wenn auch anderes, etwa ein Generalsekretär, beschlossen werden vom Parteitag Ende Januar. Dort könnte die schöne Harmonie womöglich schon wieder bröckeln. Also ein spannendes Jahr für die AfD. Professor Tilman Mayer, wie sehen Sie diese Partei? Sie ist ja recht jung und sehr stark dann aufgestiegen in den letzten Jahren. Ja, das kann man sagen. Sie hat starke bürgerliche Elemente, die eigentlich für eine gewisse Solidität sprechen. Und insofern war man natürlich in den vergangenen Monaten, fast schon Jahren, erstaunt über die Querulanz, die sich innerhalb dieser neuen Partei herauskristallisiert hat, dass man sich derartig heftig bekämpft, sodass dieses Experiment Schaden nehmen könnte, von dem wir hier sprechen, durch die eigenen Truppen, könnte man sagen. Aber nun ist man das vielleicht von den Parteien nicht gewohnt, weil die einen Generalsekretär haben, der sozusagen den internen Streit schon schlichtet. Hier ist das alles ja viel bürgernah, so scheint es, also viel lebendiger. Also muss ja auch dieser Streit nach außen getragen werden, oder? Ja gut, Streit gehört natürlich immer dazu und für jeden politischen Beobachter ist das sehr spannend. Aber Streit ist in der längeren Perspektive für die Wahl einer Partei, gar einer Regierung, immer sehr schädlich. Insofern ist es riskant, ein derartiges Szenario dem Publikum vorzusetzen. Aber im Moment kann sich die Partei das offensichtlich noch leisten. Aber es quillt in der Partei und es gibt Unruhe und die erfasst die Spitze. Und das haben wir ja erlebt. Nun ist dieser Flügelkampf beigelegt, sagt die AfD. Wie sieht das der Politikwissenschaftler? Gut, man muss natürlich jetzt sehen, wie kommt es tatsächlich bei diesen Parteitagen. Man muss da, finde ich, mit allem rechnen, darauf an, dass tatsächlich diese Dinge dann auch nach unten hin so mitgetragen werden. Gerade vor der Erfahrung dieser Unruhe innerhalb der Mandatsträger auch, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass hier auch noch bei den entsprechenden Veranstaltungen, Parteitagen, entsprechende Anträge gestellt werden. Also die Partei sorgt immer für eine entsprechende Aufmerksamkeit unter diesem Rubrum Querulanz. Das ist das Erstaunliche an diesem neuen Forum. Wofür steht denn die AfD im Kern Ihrer Einsicht nach? Anfangs war es ja die eurokritische Partei. Wir werden das nachher auch alles noch aufdröseln. Wofür steht sie jetzt?
Ja, das kann man nicht so genau sagen. Es gibt einfach tatsächlich schon unterschiedliche Strömungen, die ja auch miteinander zu rivalisieren scheinen. Es gibt durchaus einen liberal-wirtschaftlichen Flügel, der auch von der FDP profitiert, zu dem auch sicherlich Herr Lucke oder Herr Stabatti und so weiter gehören. Es gibt aber eben auch den eher konservativ ausgerichteten, nationalkonservativ, sagt man, der stärker auch Themen, wie sie jetzt aktuell sind, was die Integration etwa angeht, aufgreifen. Und diese beiden Flügel, ja, sie rivalisieren vielleicht, könnte man sagen, aber sie haben natürlich auch das Spektrum dieser Partei vergrößert. Und darum muss es natürlich einer derartigen Partei auch gehen, dass sie nicht nur One-Issue-Partei ist. Und das gelingt, aber die Rivalität ist enorm stark. Dann bin ich gespannt, was uns der nächste Beitrag erzählen wird. Denn die Frage vorab ist, wo steht denn die Partei AfD im politischen Spektrum? Lange Haare, altes Wohnmobil. Steffen Königer ist Abgeordneter der AfD. In Potsdam bezieht er sein Büro einen Monat nach der Wahl. Also fängt eigentlich die Arbeit jetzt gerade erst an. Der 42-Jährige machte einst Opposition in der DDR, gewann später die Wahl zu Mr. Brandenburg und arbeitete zuletzt als Fliesenleger. Eigentlich will der Vater zweier Töchter im Landtag Familienpolitik machen. Doch bevor er überhaupt eingezogen ist, muss er sich die Frage anhören, wie rechts ist die AfD. Wir sind weder rechts noch sind wir gegen diesen Staat, sondern wir sind halt einfach nur konservative Leute. Die AfD-Fraktion mit 11 gestartet, auf 10 Mitglieder geschrumpft im Streit um den rechten Rand. Königer selbst gehörte mal dazu, war in einer Partei, die der Verfassungsschutz beobachtete. Ihm und anderen gesteht Fraktionschef Gauland das Recht auf Irrtum zu. Einen Nachrücker aber schmiss die Fraktion raus, als der auf Facebook eine antisemitische Karikatur mit Beifall bedachte. Angesichts von mittlerweile 20.000 Mitgliedern sei das ein Einzelfall, betont Bernd Lucke, Bundeschef mit Sitz im Europaparlament. Kein Grund, die AfD in die rechte Ecke zu stellen. Ich möchte es noch mal ganz klar sagen. Die AfD ist eine Partei, die sich eindeutig abgrenzt von jeder Form von Rechtsradikalismus, von jeder Form von politischem Extremismus, von jeder Form von Ausländerfeindlichkeit, von Antisemitismus, von Islamfeindlichkeit, was auch immer Sie wollen. Den Beweis könnte die AfD an dieser Straßenecke in Leipzig antreten. Eine islamische Gemeinde will hier eine Moschee bauen. Imam Said Darif stößt mit seinem Plan im Stadtteil Gohlis teils auf Zustimmung, teils auf massiven Widerstand. Das ist praktisch Moschee, ja, aber bloß nicht vor unserer Haustür. Ich denke, das ist es. Und was kann man dazu sagen? Eine Infoveranstaltung im November 2013. Und wir werden dagegen sein, gegen die Moschee. Denn okay, wir sind das Volk und wir sind das Auf diese Stimmung setzt sich erst die NPD und neuerdings auch die AfD. Sie fordert einen Bürgerentscheid über den, wohlgemerkt, komplett privat finanzierten Moscheebau. Naja, es ist ganz einfach so, wenn Sie so einen Kuppelbau haben mit zwei Minaretten, ist das schon was, was hier nicht ins Stadtbild ursprünglich reingehört. Ja, und wenn die Leute das dort stört, dann muss das einfach eine Berücksichtigung finden. Stellt sich die AfD damit selbst in die rechte Ecke? Ja, also ich meine, die Medien sagen das zwar ständig, aber das wird nicht dadurch wahrer, dass die Medien das immer sagen. Und auch dass ich dieselben Fragen immer wieder gestellt bekomme, wird es nicht wahrer. Die Fragen werden nicht aufhören. Erst recht, wenn Vertreter der AfD auch für NPD-Anträge stimmen. AfD-Mann Gunter Jess verteidigte sie sogar im Kreistag Vorpommern. Ich denke sachorientiert. Wenn ein vernünftiger Antrag von einem politischen Gegner kommt, egal ob von links, von der CDU, von der SPD oder von der NPD oder von den Grünen, dann stimme ich diesem Antrag zu. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ist das noch gesunder Menschenverstand? Damit wirbt die Partei, doch Politbeobachter warnen. Man sollte sehr vorsichtig sein, auch bei eher harmlos klingenden Themen mit der NPD zu stimmen, weil man dann auch indirekt die menschenverachtende rechtsextreme Ideologie, die hinter diesen Anträgen steht, mit verharmlost und die in gewisser Weise salonfähig macht. Gunter Jess in Vorpommern, Bernd Lucke in Brüssel, dazwischen Welten. Ich kenne Gunter Jess überhaupt nicht, tut mir leid. Aber ist das Parteilinie? Tut mir leid, also wie gesagt, ich kenne den nicht, ich weiß es nicht. Nein, also
Ist das der AfD-Pragmatismus? Nein, ich sagte Ihnen schon, ich mache da jetzt keine Lucke geht, Fragen bleiben. Der Brandenburger Steffen Königer richtet sich ein in seinem Landtagsbüro. 5 Jahre als Abgeordneter liegen vor ihm. Wir müssen in der AfD darauf achten, dass wir eine klare rote Linie haben, die nicht zu überschreiten ist. Sonst grüß dich, Rainer. sonst haben wir halt ein Problem damit, dass wir uns selber halt ja auch ein Stück weit lächerlich machen. Wo die rote Linie genau verläuft, muss die AfD nun klären. So schnell wie möglich. Gerade auch mit Blick auf das Jahr, das politisch sehr spannend wird. Ich sage mal Parteitag Ende des Monats von der AfD und auch Bürgerschaftswahlen in Hamburg im Februar, die anstehen. Da könnte man ins nächste Landesparlament einziehen, wenn das gelingt, die Hürde dort zu meistern. Wir wollen fragen, AfD und Pegida, sie werden oft in einen Topf geworfen, aber es gibt klare Abgrenzungen, sagte der Parteichef Bernd Lucke. Wir wollen uns trotzdem mit der Frage auseinandersetzen, wo sind Sympathien, aber wo sind auch klare Abgrenzungen? Und zunächst zurückschauen auf, wie alles begann. Und zwar ist das gerade mal ein paar Monate her, im Dezember nämlich. Herr Gauland reiht sich ein. Die AfD-Größe aus Brandenburg sagt, er wolle selbst sehen und hören, was tausende Pegida-Anhänger in Dresden auf die Straße bringt. Warum Politiker anderer Parteien das nicht tun, verstehe er nicht. Er nutzt die Lücke, denn er ahnt, das hier sind seine Wähler. Wir bemühen uns, mit einer bestimmten Politik Menschen an uns zu ziehen, die uns auch gewählt haben in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und das sind Menschen, die lange nicht in der Politik waren oder beziehungsweise gar nicht gewählt haben. Gauland, der Mann aus dem Fernsehen, wird freundlich begrüßt. Weniger freundlich ist der Empfang fürs Fernsehen, wenn wir nach Gauland und der AfD fragen. Sehr gut, sehr gut. Weil es momentan die einzige Partei ist, die man wählen kann. Danke. Das soll was abkriegen, sage ich mir. Und der... Viele hier glauben, falsch dargestellt zu werden. Mit etwa 15.000 Pegida-Anhängern hört auch Gauland die Rede des vorbestraften Organisators. Er schmunzelt und sagt, mit vielem habe der recht. Zur gleichen Zeit an der Semperoper. Etwa 6.000 Gegendemonstranten sagen, auch wir sind das Volk. Erstmals ist die grüne Bundesspitze dabei und verteidigt sich gegen die Vorwürfe der Pegida. Es gibt auch keine angeblichen Diskussionsverbote, die da ausgedrückt werden. Es ist ein Mythos. Wer wirklich ernsthafte Anliegen hat, kann jederzeit mit uns reden und mit uns diskutieren. Aber wer auf eine Pegida-Demonstration angeht, unterstützt die Organisatoren dieser Demonstration. Den Dialog mit den Organisatoren hat Frank Richter von der Landeszentrale für politische Bildung schon gesucht. Doch die Pegida hat die Einladung ausgeschlagen. Trotzdem wirbt er darum, dass Politiker endlich auf die Demonstranten zugehen. Also ich kann die Angst nicht verstehen. Bei Pegida sind zunächst ganz normale Menschen. Wir haben natürlich auch erkennbar Rechtsextreme, wir wollen nicht naiv sein. Aber dahin zu gehen und mit denen zu reden, ist zunächst mal das Normalste auf der Welt. Das sollten wir tun. Beziehungsweise auf der anderen Seite Pegida einladen, an runde Tische oder wo auch immer, damit sich die Auseinandersetzung qualifiziert. Ob die schweigenden Demonstranten von Dresden das überhaupt wollen, bleibt unklar. Der Spitzenmann von der AfD zumindest zieht ein positives Fazit. Eine ganz normale Kundgebung von Menschen, die mit manchen Dingen in der Republik unzufrieden sind. Ich habe keine Chaoten gesehen, keine Nazis in Nadelstreifen gesehen und Aggression habe ich auch nicht gespürt. Eine ganz normale Demonstration, deren Organisator vor der Kamera flieht. Er lässt seine Anhänger mit uns sprechen. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Ja, für die AfD sicher keine ganz einfache Situation, aber auch für alle Parteien keine ganz einfache Situation. Wie geht man mit Pegida um und mit dem Unmut, der sich da äußert? Der Parteichef hat gesagt, Zusammenarbeit nein, aber zuhören ja. Und deswegen gibt es jetzt auch seit neuestem eine Art runder Tisch, wo man sich einander die Argumente austauscht. Es ist eine Gratwanderung und das ist Frauke Petri vermutlich bewusst. Wie nah dürfen sich AfD und Pegida kommen? 2 Stunden habe man gestern miteinander geredet, sich kennengelernt, Gedanken ausgetauscht, sagt die AfD-Landesvorsitzende. Und das an einem Tag, an dem das Attentat von Paris die Welt schockierte. Wenn ein solcher Anschlag passiert und dieses Thema bei Pegida-Demonstrationen ja eine Rolle gespielt hat, dann ist zu vermuten,
dass es Auswirkungen hat. Aber ich bin kein Prophet. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das tatsächlich sich auch in zunehmenden Demonstrantenzahlen ausdrücken wird. Es gäbe inhaltliche Schnittmengen Ihrer Partei mit Pegida. In der Forderung nach einem Einwanderungsgesetz zum Beispiel. Beide verlangen auch mehr Bürgerbeteiligung, mehr Volksentscheide. Und doch, AfD und Pegida werden weiter getrennte Wege gehen. Uns war interessant und wichtig zu hören, dass Pegida keine Partei sein will und dass Pegida vor allem überparteilich bleiben möchte. Aber wohin mit all dem Zorn und dem Frust derer, die Montag für Montag in Dresden auf die Straße gehen? Die einen stellen all diese Menschen in die rechte Ecke, die anderen wollen sie zumindest ernst nehmen. Doch die meisten von Pegida suchen gar keinen Dialog. Pegida ist eine Bewegung, die von sich behauptet, dass sie nicht erkennen würde, die Politik kümmere sich um die einfachen Leute. Deswegen ist man trotzig und empört, hat aber bislang keinen Kanal, in den diese Energie sich entladen könnte. Und AfD und Pegida, das ist Bewegung und Energiekanal. An einem Abend in dieser Woche keimte so etwas wie Hoffnung auf in Dresden. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung lud Sympathisanten und Gegner zu einer Diskussionsrunde. Der Saal war voll, die Atmosphäre ruhig und sachlich. Ist das vielleicht ein Auswuchs dessen oder ein Ausdruck dessen, dass jetzt die Nichtwähler irgendwo mal das Ventil geöffnet haben, vielleicht auch einen Auslöser gefunden haben bei Islamisierung oder Asylbewerbern allgemein? Mal zu sprechen. Ich engagiere mich seither auf der Gegenseite, um dem was entgegenzusetzen und einfach auch nicht in Deutschland und der Welt stehen zu lassen, dass das angeblich das Volk wäre. Ich meine, gleich beim ersten Mal verspürt zu haben, dass hier etwas ganz anderes aufbricht. Ein System siegt sich zu Tode und erzeugt immer mehr Unwillen und Unmut in der Bevölkerung. Auch wenn es keine Ergebnisse gab, Hauptsache, man hat endlich mal miteinander geredet. Und jetzt haben diese vielen Beweggründe eine breite Öffentlichkeit gefunden. Und die müssen jetzt weiter diskutiert werden und sollen hoffentlich an die Adressen geraten, die dann auch zuständig sind. Wir haben einen riesen Gesprächsbedarf in diesem Land. Am kommenden Montag wird Pegida zum 12. Mal auf die Straße gehen. Die Teilnehmer sind aufgefordert, Trauerflor zu tragen, in Gedenken an die Opfer von Paris. Im Landtag von Potsdam begrüße ich sehr herzlich Alexander Gauland, den stellvertretenden Vorsitzenden der AfD. Schönen guten Tag dorthin. Hallo, guten Tag. Herr Gauland, wir haben den Themenschwerpunkt hier auf Phoenix-Experiment AfD genannt. Das dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Das ist ein Zitat von Ihnen. Ist die Partei noch ein Experiment oder ist sie inzwischen eine arrivierte Partei? Nein, eine arrivierte Partei ist sie nicht. Sie ist natürlich noch ein Experiment. Es gibt Auseinandersetzungen um die Struktur, Auseinandersetzungen um die Spitze, Auseinandersetzungen um die Inhalte. Insofern ist sie ein Experiment und bleibt hoffentlich noch lange ein Experiment, denn das macht die Partei auch so frisch. Uns hier im Studio ist auch Professor Tilman Meyer. Wir sprechen gleich auch aus wissenschaftlicher Sicht über die AfD. Aber er sagte vorhin auch, naja, die AfD, die lebt ja auch ein bisschen davon, dass die Bürger sehr direkt noch bis in die Spitze sich artikulieren können und dann auch ein Streit so eskaliert wie in den letzten Wochen, was bei den arrivierten Parteien vielleicht davor gedeckelt wird. Bleibt das auch weiterhin so, dass es diese direkte Art Tunnel gibt an die Spitze und auch Streite weiterhin so öffentlich ausdiskutiert werden wie der letzte? Das hoffe ich, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass wir nicht so werden wie die CDU und dass wir nicht ein Führungspersonal bekommen wie Frau Merkel. Denn viele von uns haben sich ja von den etablierten Parteien abgewandt, viele auch von der CDU. Und diese Diskussion, die bis in die Spitze geht und an der sich die Bürger beteiligen können und natürlich die vielen Parteimitglieder, das ist etwas sehr Angenehmes und das macht, das sage ich ganz offen, auch Spaß in der Partei. Wer sind denn die typischen AfD-Anhänger? Und wenn man so Umfragen hört, dann sagt man eher männlich, eher jung und leben eher im Osten. Ist das so und wird das so bleiben? Also das glaube ich erstmal nicht und zwar schon deswegen nicht, weil wir haben nun mal Wahlkämpfe gehabt im Osten. Da sind halt Prozentzahlen entstanden. Aber ich sehe in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen genau dasselbe Potenzial. Und wenn man in der Republik unterwegs ist, kann ich gar keinen Unterschied feststellen zwischen Orten in Rheinland-Pfalz und in Brandenburg. Da wird man mit denselben Fragen konfrontiert und muss Antworten geben. Die Ost-West-Spaltung halte ich für eine falsche Idee.
Das ist nur dadurch entstanden, dass halt die drei Landtagswahlen den Fokus besonders auf diese drei Länder gelegt haben. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, es wird ein spannendes Jahr für die AfD. Es ist jetzt demnächst der Parteitag in Bremen, glaube ich, und dann die Landtagswahl im Februar in Hamburg. Wie wird sich die Partei inhaltlich präsentieren? Mit welchen Schwerpunktthemen wird sie durchs Jahr 2014 gehen? Also unser Schwerpunktthema ist immer der Euro gewesen und es gibt ja auch neue Entwicklungen. Denken Sie nur an die griechischen Wahlen, die das Thema wieder voll in den Mittelpunkt stellen können. Aber gerade wir Ostverbände haben neue Themen aufgebracht, die uns auf der Straße geradezu zugerufen worden sind. Und da ist das Thema Zuwanderung, Asylrecht, wie gehen wir mit diesen Zahlen um, ein Thema, was die Partei jetzt ergriffen hat. Das gilt aber nicht nur für den Osten, das gilt auch für den Westen. Also die Partei wird immer breiter werden und sie wird neue Themen aufnehmen. Ich komme noch mal auf das Stichwort Pegida zurück. Die AfD ist eine gewählte Partei, Pegida ist eine Bürgerbewegung bislang. Wo sagen Sie, sind interessante Dinge, die man thematisch aufgreifen sollte? Und wo sagen Sie, hier geht es überhaupt nicht mit uns weiter, hier sind Grenzen? Also sprechen möchte ich nur über Pegida Dresden, weil ich die selber erlebt habe. Und wenn ich die Demonstranten in Dresden sehe, dann kann ich nur sagen, ja, da gibt es viele Übereinstimmungen. Die gibt es auch mit den 19 Punkten, die ich zum Beispiel praktisch alle unterschreiben könnte. Es gibt aber inzwischen Ableger in der Republik, die zum Teil von Republikanern dominiert werden. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also meine Aussage trifft auf Pegida Dresden zu. Und da sind die Demonstranten, 15.000, 20.000, je nachdem, in der Tat die natürlichen Verbündeten der AfD. Aber die AfD ist eine Partei und Pegida ist eine Volksbewegung. Und eine Partei sollte und kann auch nicht der parlamentarische oder der politische Arm dieser Bewegung sein. Wir können Schnittmengen ausmachen, aber wir haben zum Beispiel den Euro, die Eurokritik in den Mittelpunkt gestellt. Das hat Pegida gar nicht. Das ist gar kein Thema. Und von daher sollte man vorsichtig sein. Ich gebe Frau Petri völlig recht. Zusammenarbeit kann es bei einzelnen Themenfeldern geben, aber es kann keine generelle Zusammenarbeit mit zwei völlig verschiedenen Organisationen geben. An welcher Partei im bürgerlichen Spektrum arbeiten Sie sich denn am häufigsten ab? Wo sind die deutlichsten Unterschiede aus Ihrer Sicht? Ach, wissen Sie, das mit dem bürgerlichen Spektrum ist schon lange ja nur noch eine Formel. Die FDP ist nicht mehr da. Und viele von uns sind natürlich irgendwie mal der CDU verbunden gewesen. Und da schmerzt es am meisten, wenn von dort nichts mehr kommt, was wir inhaltlich akzeptieren könnten oder sollten. Also wenn Sie schon das Wort abarbeiten gebrauchen, dann würde ich sagen, da es nicht mehr viel anderes gibt, arbeitet man sich natürlich an der CDU, besonders an dieser Bundeskanzlerin und diesem Bundesfinanzminister am meisten ab. Spannende Einschätzung von Alexander Gauland. Viel Erfolg schon mal von dieser Stelle für den Parteitag und für die Wahlen im Februar, für eine politisch anspruchsvolle und interessante Auseinandersetzung im politischen Spektrum. Herzlichen Dank, Alexander Gauland, danke, für uns live aus Potsdam. Professor Tillmann-Meyer, jetzt haben Sie Herrn Gauland eben auch gehört. Was denken, was fühlen Sie? Ja, man ist gewohnt, dass man von Herrn Gauland natürlich eine moderate, eloquente Aussage geliefert bekommt. Das deckt natürlich jetzt nicht das gesamte Spektrum auch der AfD und auch vor allen Dingen der Anhänger ab. Sehr geschickt fand ich natürlich die Abgrenzung gegenüber Legida, was wir gestern Abend erlebt haben. Das war doch ein bisschen weit weg vom politischen Spektrum. Er sagte, auch er kann nur für Dresden sprechen und die Pegida-Bewegung dort und nicht für Leipzig. Er sichert sich auf die Weise ab und das ist durchaus glaubwürdig, dass man eben, weil man eben wahrnimmt, dass diese diversen Ableger doch deutlich rechter sind, als die AfD das verkraften würde. Und insofern, glaube ich, ist diese Differenzierung auch zwischen Ost und West, dass ja zuerst im Westen die AfD aufgetreten ist, dann aber die ersten Achtungserfolge im Osten erzielt hat. Insofern ist der Eindruck entstanden, dass die AfD jetzt eine Ostangelegenheit wäre.
Dieses Experiment steht uns noch bevor, inwiefern in Hamburg eben hier sich auch das bewährt, dass die AfD präsent ist. Spielen Sie doch mal Orakel. Wie könnte das in Hamburg ausgehen? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie da reinkommt, ist doch, glaube ich, gegeben. Ja. Und insofern stellt sie sich breit auf. Und insofern ist die CDU, wie Sie es gefragt haben, beziehungsweise die Antwort bekommen haben, tatsächlich ein deutlicher Gegner, einfach weil die FDP nicht sichtbar ja. ist im Moment. Und das wird in Hamburg auch so sein. Ich hatte das vorhin vergessen zu sagen, wenn diese berühmte Sonntags-Bundestagswahlfrage, wenn man die dieser Tage stellt, dann wäre die AfD ungefähr bei 7%. Dann ist das eine sehr grobe Schätzung, aber das würde ja auch dem entsprechen, Hamburg. Was Sie gerade gesagt haben. Ja. Ne? Die Streitkultur, finde ich, war ja. etwas, danach hatten Sie auch gefragt, die Streitkultur, wenn man überhaupt von einer Kultur sprechen will, immerhin hatte ja nicht nur Herr Henkel, sondern auch Herr Lucke das Stichwort Querulanz in den Mund genommen. Nicht gegenüber der CDU, den Gegnern, sondern gegenüber den, oder bezogen auf die eigene Truppe. Insofern, Streit ist natürlich einerseits interessant und für uns natürlich besonders, aber der Streit und die Auseinandersetzung geht ja doch so weit, dass womöglich die AfD ihren Gründungskopf verliert. Insofern also ist das durchaus eine brisante Kultur. Ja, ja. Glauben Sie, dass er dieses Jahr überlebt? Ich meine, das ist nicht garantiert jedenfalls. Das ist nicht garantiert. Ne? Woran liegt das? Er verliert ja relativ schnell, sage ich mal, die Nerven. Wir hatten eben ein Interview gesehen in einem Beitrag. Da ist er quasi weggerannt und sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Journalistenfragen. Ist natürlich unprofessionell, so muss man aus Journalistensicht sagen. Andererseits menschlich, weil man immer die gleichen Fragen gestellt wird. Könnte ihn das den Kopf kosten, dass er sozusagen ein guter Wirtschaftswissenschaftler war und sachkundig, aber eben kein guter Politiker? Na gut, er braucht auf jeden Fall den Rückhalt in der Partei und darum kämpft er ja. Also es ist seine Partei und insofern wird er wohl sicherlich ganz zum Schluss erst loslassen wollen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und die Lösung, die da angepeilt ist, dass er jetzt eben doch sein Modell mehr oder weniger durchsetzt, dass einer an der Spitze stehen muss, das zeigt, dass er doch sich auch in Führungsgruppe durchsetzen kann. Aber sein Auftreten, ja, ist ab und zu grenzwertig und zeigt nicht die Gelassenheit, die man eigentlich von der Spitze her ausstrahlen muss. Das ist noch, wie Sie sagen, unprofessionell und auffällig und vielleicht, ich will nicht sagen professoral, denn auch mit Unruhe in Hörsälen muss man umgehen ja. können. Aber es ist jedenfalls auffällig. Muss man dazu sagen, für den Hinterkopf, für die, die es nicht wissen, Professor Bernd Lucke war ein sehr angesehener Wirtschaftswissenschaftler und damit quasi ein Kollege auch von Ihnen. Und Sie kennen ihn sicherlich noch auch aus dieser Rolle. Ne? Genau, genau. Ja. Wir wollen uns mal jetzt ein spannendes Stück anschauen, und zwar mit welchen Inhalten die AfD in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr politisch punktet. André Barth und Stefan Dreher sind neue Landtagsabgeordnete in Sachsen und das ist ihre erste Amtshandlung. Herr Barth, Herr Dreher, Sie machen die Plakate selber ab? Natürlich. Selbstverständlich. Wir sind eine kleine Partei. Wir haben wenig Geld. Wenig Geld, aber 10% der sächsischen Wähler. Sichere Grenzen statt grenzenloser Kriminalität. Stefan Dreher sind neue Landtagsabgeordnete in Sachsen und das ist ihre erste Amtshandlung. Herr Barth, Herr Dreher, Sie machen die Plakate selber ab? Natürlich. Selbstverständlich. Wir sind eine kleine Partei. Wir haben wenig Geld. Wenig Geld, aber 10% der sächsischen Wähler. Sichere Grenzen statt grenzenloser Kriminalität steht da. Solch simple Parolen verfingen beim Wähler. Trotzdem, in die rechte Ecke wollen Sie sich nicht drängen lassen. Haben Sie Verständnis dafür, dass es immer wieder heißt, die AfD steht rechts? Nee, habe ich persönlich kein Verständnis dafür. Warum? Wie kommt das dann? Ein Totschlagsargument gegen uns. Es ist doch billig, jemanden in die rechte Ecke zu stecken. Wir sind eine bürgerliche Partei. Nicht rechts, nichts gegen Ausländer. Man sei ganz anders als die NPD. Aber ein bisschen Nationalstolz darf schon sein. Ich habe ihn schon, ja. Und man braucht sich davor nicht schämen. Das ist meine Meinung. Das ist meine ehrliche Meinung, die ich jetzt Ihnen sage. Ja. Ne? Und es ist ganz wichtig, dass wir eine Identität haben, also wir Deutsche. So. Die brauchen wir ja nicht. Ich meine, was vor 70 Jahren passiert ist, dafür brauchen wir uns nicht für schuldig. Also hier bekennen, also was sie damals gemacht haben. Die andere Überraschung des Abends. Der Erfolg vom Sonntag hatte sehr wohl auch rechts seine Wurzeln. Die Parolen Kampf gegen Ausländerkriminalität
für Nationalstolz und die Drei-Kind-Familie. Jubeln für den konservativen Wahlerfolg rechts von der CDU. Sachsen macht es Brandenburg und Thüringen vor. Ja, das sind natürlich Punkte, die im Prinzip auch eine konservative Klientel ansprechen, die es in all diesen Ländern auch gibt. Und damit tritt die Partei dann eben gerade auch ein Stück weit ein Erbe an einer CDU, die das in den letzten Jahren immer weniger so artikuliert hat. Mein Name ist Björn Höcke. Ich bin von der Alternative für Deutschland der Spitzenkandidat. Entschuldigung, darf ich Sie kurz ansprechen? Nein. Das Erbe der CDU würde er gern in Thüringen antreten. Björn Höcke verkörpert es geradezu. Gymnasiallehrer, verheiratet, 4 Kinder. Er ist der thüringische AfD-Hoffnungsträger mit Sauermann-Image. Und doch hat er so seine Schwierigkeiten. Darf ich Sie ganz kurz anhalten? Nein. Nein. Denn das Anti-Euro-Image der Partei allein zieht hier nicht. Deshalb will sie in Thüringen mit Bildungsthemen punkten und mit einer Mischung aus Ostalgie und staatlicher Fürsorge. AfD-Kandidatin Corinna Herold wirbt mit dem zinslosen Familienkredit nach DDR-Vorbild. Wir hatten 5.000 Mark der DDR. Wir haben eine Waschmaschine davon bezahlt, eine Nähmaschine und Küchengeräte, also was man als junge Familie so unbedingt braucht. Und wenn man 3 Kinder insgesamt hatte, war der Kredit getilgt. Doch eine konkrete Summe nennt die AfD nicht. Trotzdem ziehen in Altenburg und anderswo die wolkigen Versprechungen. Hier stehen viele Häuser leer, Familien sind unter Druck. Mehr Kinder, der Wunsch ist populär, mehr Geld sowieso. Unsere Kinder haben ihn gehabt und es war doch in Ordnung. Man kann ruhig einige gute Dinge, die es damals gab, wieder versuchen. Ich habe ihn selbst noch gehabt. Selbst habe ich noch gehabt. Und da war zinslos. Ob Familienkredit aus DDR-Zeiten oder klarere Regeln gegen Einwanderer, AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke kämpft und gewinnt Stimmen. Vor allem dort, wo man katholisch ist und CDU-Stammwähler. Bisher. Kennen Sie die Alternative schon? Nein. Nein? Hat das nicht mit CDU was zu tun? Seit 5 Jahren regiert hier die CDU, mit der SPD ist in die Mitte gerückt. Die Lücke rechts davon füllt nun die AfD und träumt sogar von Regierungsbeteiligung. Ob das jetzt schon gelingt, diese politische Mitgestaltung im Rahmen einer Regierungsbeteiligung, oder ob das dann in 5 Jahren in Thüringen passiert, das ist dann sekundär natürlich, ja? Weil wir diesen großen Auftrag in uns spüren. Wofür steht denn die Partei? Ja, normal, Deutsch bleibt Deutsch. Und vor allen Dingen, das Geld bleibt in Deutschland. Wir sind ja, wie gesagt, der Wohlfahrtsstaat in Europa und nach der UNO der zweite Hauptzahler. Ja. Es geht nicht so weiter. Für Sie wählbar, die Partei? Wäre denkbar. Obwohl ich bis jetzt immer die Schwarzen gewählt habe. Ich bin schon 40 Jahre CDU-Mitglied. Ja. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das trifft den Nerv, vor allem ehemaliger CDU-Wähler. Tatsächlich finden die Wähler in der AfD einen neuen Ton. Das Grundproblem scheint sich wie folgt beschreiben zu lassen. Unser Bemühen um politische Sprachhygiene, um politische Korrektheit hat dazu geführt, dass viele Dinge nur noch in einer sehr verschlüsselten Weise, durchaus auch in einer verniedlichenden Weise angesprochen werden. Viele Bürger haben den Eindruck, hier ist endlich eine Partei, die das sagt, was wir denken, und zwar so, dass wir es verstehen und auch so laut, dass es die anderen Parteien hören müssen. Auf einem Parkplatz in Brandenburg machen ein paar Handgriffe aus dem Campingbus ein Wahlkampfmobil. Für die AfD will Steffen Königer in den Brandenburger Landtag ziehen. Er nennt sich nationalkonservativ, war schon Mr. Brandenburg, Junge Freiheit-Redakteur, zuletzt Fliesenleger. Auf dem Weg zur Grenze Wahlkampf machen, witzelt er darüber, dass die AfD ihren Erfolg sozusagen CDU und FDP zu verdanken haben. Wir haben sozusagen ein Elternpaar als AfD. Mutti ist Frau Merkel und Vati ist Guido Westerwelle. Ohne die beiden hätte es uns wahrscheinlich nicht gegeben. Zu den Klängen der brandenburgischen Konzerte rollen sie am Warnschild der örtlichen Bürgerwehr vorbei. Hier in der Grenzregion steigt die Zahl der Einbrüche, erzählt der Parteikollege, mit dem er unterwegs ist. Und gleichzeitig sparen Bund und Land an der Polizei. Sie finden hier offene Ohren, wenn sie mit dem Thema Ausländerkriminalität ihre Kampagne befeuern, zum Beispiel in diesem Autohaus. Uns haben Sie jetzt vor kurzem einen VW Golf und einen VW Polo gestanden da vorne. Die waren auch die Stangen abgesichert, gestohlen. Hat man denn irgendwelche Verhandlungserfolge erzielt oder ist das dann auf immer Wiedersehen? Nein, das ist im Lande verlaufen, wie es eben so vieles hier passiert. Ne? Ja.
Autohändler Grenz findet offene Grenzen eigentlich gut. Aber er ist auch enttäuscht, dass die rot-rote Landesregierung so wenig gegen Diebstähle tun kann. Da will die AfD Wähler gewinnen. Sollte ich tatsächlich das Kreuzchen bei Ihnen machen, könnte es aus meinem Inneren heraus im Moment ein Protest sein. Eine Protestwahl. Die Alternative für Deutschland, genau dieser Name, ist natürlich auch einer der Erfolgsfaktoren. Also das ist genau das, wo dann diese Figur mitschwingt, dass man eben gerade alles anders machen möchte als die etablierten Akteure. Die Altparteien, die sind sozusagen die, die alles an die Wand gefahren haben. Und die AfD ist der Retter, der dabei übrig bleibt. Schönen guten Tag, Herr Böhm. Guten Tag. Wir grüßen Sie. Vielen Dank. Der Parteivorsitzende Lucke unterstützt Steffen Königers Wahlkampf. In zwei Wochen wird gewählt im rot-roten Brandenburg. Königer profiliert sich da stramm rechts. Wir haben in den letzten, gerade nach den 68ern, halt so eine gewisse, wie soll ich das sagen, ein Übermaß an Freiheit bekommen. Es kann nicht sein, dass wir ungeborenes Leben auf der einen Seite wie eine Ware behandeln und auf der anderen Seite eben Tieren über die Straße helfen. Öko ist ganz unpopulär bei den Steuerberatern, Pastoren und Journalisten, die heute dabei sind. Was ankommt? Gegen vermeintliche politische Korrektheit wettern, zuspitzen, ja sogar Fakten verdrehen, wenn es nur die Leute begeistert. In Brandenburg ist es beispielsweise so, dass im Jahre 2012 60.000 Notrufe einfach nicht beachtet worden sind. 60.000 Mal haben Opfer nach der Polizei gerufen und die Polizei kam einfach nicht. Das zuständige Innenministerium bestreitet das. Wo haben wir die Zahl her? Die hat mir ein Referent rausgeschrieben, müsste ich nachschauen. Das tat er. Als Quelle wurde genannt die Brandenburger Gewerkschaft der Polizei. Doch die bestreitet auf Nachfrage diese Information. Auf jeden ernsthaften Notruf werde reagiert. Typisch AfD. Probleme, die es gibt, aufgreifen, aber die Fakten verdrehen und Ängste verstärken. Stimmenfang mit Populismus. Jeder Populismus, der entsteht, zeigt immer an, dass was nicht mehr funktioniert im Verhältnis zu den Parteien. Also, und ist auch dann eigentlich relativ passgenau und zeigt dann auch oder sagt zumindest, gibt Aufschluss darüber, welche Ängste eben gerade in der Bevölkerung vorhanden sind. Insofern kann man sagen, liegt das Kind jetzt erstmal im Brunnen. Ja? Also da ist es, man wird sich jetzt darauf einstellen müssen, dass man es mit der AfD wahrscheinlich jetzt erstmal eine Zeit lang zu tun haben wird. Und dabei ist es natürlich, natürlich wichtig, dass man sich auch mit ihren Argumenten auseinandersetzt. Hier an der Grenze zu Tschechien kam die AfD in manchen Gemeinden auf bis zu 33%. Einsame sächsische Spitze. Darüber reden wollen nur wenige. Also ich habe auch ein bisschen Parteiprogramm verfolgt. Es sind ja eigentlich ganz intelligente Köpfe, auch wenn immer gesagt wird, die haben so die rechten Tendenzen. Ne? Das wird denen eben mit angedichtet. Und ja, ich sag mal, man hat ja nicht so die große Auswahl mehr hier gehabt. Ist ja in meinem engen Begriff keine Partei in dem Sinne, sondern erst einmal ein Sammelbecken. Von der Partei ein paar, von da. Und die müssen sich jetzt erst einmal auf gut Deutsch beweisen. Noch genügend Parolen, weil sich die Wähler von den etablierten Parteien im Stich gelassen fühlen. Sachsen ist wohl nur das erste von einigen Bundesländern, in dem die AfD den anderen Parteien diese Lektion erteilt. Der eine Abgeordnete eben im Film hat so nett gesagt, unsere Mutti ist Angela Merkel, unser Vati ist Guido Westerwelle. Ohne die beiden würde es die AfD wahrscheinlich nicht geben. Und der Mann, den Sie hier über meine linken Schulter noch sehen, den Alexander Gauland, den wir eben im Schaltgespräch hatten, er sagte, er arbeitet sich vor allem an der Bundeskanzlerin ab, an Angela Merkel und ihren Positionen. Grund genug für uns jetzt zu fragen, wie ist es denn nun das Verhältnis CDU-AfD? Mike Moring, jung, konservativ, ein Hoffnungsträger aus Thüringen. Bis letzte Woche. Da kam raus, dass er heftig mit der AfD geflirtet hat, obwohl das von höchster Parteiebene untersagt ist. Ein Beschluss, dem er selbst zugestimmt hat. Das könnte ihn nun den Platz im Vorstand kosten. Deshalb gibt er sich auf dem Parteitag eher kleinlaut. Wir haben dann eine Chance, die große Volkspartei zu bleiben, wenn die AfD überflüssig gemacht wird. Und deswegen müssen wir diese Partei nicht ignorieren, sondern müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Und vor allen Dingen mit den Sorgen und Problemen der Menschen, die aus Protest vielleicht diese populistische Partei gewählt haben, dass wir diese Menschen zurückgewinnen als Wähler. Dass jemand überhaupt das Wort AfD in Köln in den Mund nimmt, die Kanzlerin tut es jedenfalls nicht. Wohl aber in der Provinz, da wo die Partei mal eher unzufrieden mit der Spitze ist. Es ist die Weihnachtsfeier des Ortsverbandes Annaberg-Buchholz.
Ich denke, es ist immer eine Gefahr, wenn man versucht, alle Themen zu bedienen, wie es die CDU jetzt ja auch macht. Ja, und ich denke, der Wähler erwartet einfach auch seine konservative Partei, seine CDU. Im Großen und Ganzen sehe ich das auch so, dass manche Themen, die die AfD aufgegriffen hat, früher CDU-Themen waren. Wovon die CDU abgewichen ist, um mehr in die Mitte zu kommen, weil man ja angeblich in der Mitte die Wahl gewinnt. Keiner weiß doch so richtig, was die AfD richtig will, weil man nicht miteinander gesprochen hat. Vielleicht werden in Zukunft noch mehr Wähler oder sogar Mitglieder zur AfD abwandern. In Köln scheint es, als steuere die CDU dagegen, ohne zu sagen, gegen wen sie steuert. Anträge wie der zum starken Staat, der Bekämpfung islamistischen Terrors, der Forderung nach mehr Polizeipräsenz an den Grenzen zu Polen und Tschechien, das sind Themen, mit denen auch schon die AfD punkten konnte. Doch vielen fehlt das Wertkonservative. Wir müssen aufpassen, dass wir den konservativen Flügel nicht so vernachlässigen, dass Mitglieder oder Wähler abwandern zu anderen Parteien. Weil wir zu viele Positionen, die ursprünglich CDU-Bastion war, aufgegeben haben, weil wir eigentlich mit SPD und Grüne sehr, sehr viel gemeinsam haben. Also die Schnittmenge ist da sehr groß geworden und das heißt natürlich, die Werte, die die CDU verkörpert, die vor allem eben mit dem C-Fisch zu machen sind, die habe ich jetzt nicht mehr in dem Umfang vorgefunden. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, Wähler, die von der CDU zur AfD rübergelaufen sind, wieder zurückzuholen, indem wir die AfD nicht ignorieren, sondern sie als einen politischen Konkurrenten bekämpfen und deutlich machen, dass wir auch im Wertekonservatismus die stärkere, die bessere Alternative sind. Und Mike Moring? Bis zuletzt hat er gehofft, die Partei würde ihn erneut in den Bundesvorstand wählen. Leider nicht gewählt worden. Auf Platz 29 Mike Moring, 528 Stimmen, 57,39%. Rausgeflogen mit dem zweitschlechtesten Ergebnis. Woran es wohl lag? Mit dem Kontakt zur AfD hat sich der Thüringer Fraktionsvorsitzende die Finger verbrannt. Vorerst jedenfalls. Tja, Tilman Meyer ist bei uns im Studio, um auch dieses Verhältnis zu beleuchten, CDU-AfD. Mike Moring, eben haben wir es gesehen, wird abgestraft, wenn er liebäugelt mit der AfD. Vielleicht ist er zu früh gestartet bei diesem Unternehmen, denn an sich ist natürlich die Schnittmenge relativ groß, aber die AfD ist im Moment in einer Phase, die wir schon analysiert haben, dass sie innerparteilich derartig noch unausgewogen ist, querulantig auftritt, sodass jede Bündnisüberlegung sich in gewisser Weise jetzt verbietet, weil man nicht weiß, auf was man sich da einlässt. Aber perspektivisch, falls die AfD überleben sollte, müsste man natürlich machtpragmatisch innenpolitisch dann 2017 oder wann auch immer überlegen, was da möglich ist. Insofern Gespräche zu führen, finde ich. Man führt die auch mit Grünen, mit den Linken und so weiter, kommt parlamentarisch zusammen. Daraus ein Tabu zu machen, ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Gut, aber ich sag mal, solche Koalitionen beginnen ja nicht auf Bundesebene, sondern auf Landesebene meistens oder noch tiefer. Wäre doch jetzt eigentlich ein guter Startschuss, zwei Jahre vor der Bundestagswahl, damit mal anzufangen auf Landesebene, um dann quasi auch die Partei, naja, Frau Merkel könnte versuchen, ein wenig auch die Wähler abzufischen, wieder für die CDU zu gewinnen. Man muss einfach sehen, das Image der AfD ist so, dass man das eigentlich der CDU nicht raten kann, sich darauf einzulassen 2015. Mhm. Einfach weil das, wie gesagt, die Ausstrahlung dieser Partei noch zu nicht ganz seriös ist. Das muss man sehen. Und die CDU ist eine seriöse Partei. Und insofern ist dieser Kontakt, den man da herstellt, den man persönlich herstellen kann oder muss im parlamentarischen Raum, ist der noch etwas tabuisiert. Und es hängt einfach von der Entwicklung der AfD ab, ob sie sich konsolidiert und damit sozusagen die Entwicklung, die die Grünen ja auch gemacht haben gegenüber der SPD, ob dieses Verhältnis dann eintritt. Und dann ist natürlich auch für die CDU die Sache eine Machtperspektive und durchaus interessant. Warum will man mit der AfD noch nicht zusammen? Sie sagten, sie ist noch nicht so konstituiert, noch nicht so arriviert, noch nicht so seriös, wie Sie sagten.
Liegt das an der Führung, am Führungsstreit oder liegt das auch an den Inhalten, dass die quasi noch nicht sattelfest festgezurrt sind? Ich glaube, es liegt nicht mal so sehr an den Inhalten, mal abgesehen von der Euroskepsis, die natürlich für die CDU als Europartei nicht mitzutragen ist. Mhm. Liegt es auch an den Köpfen, die sie, also vielleicht weniger von der Spitze als den Köpfen, die man so hört, die sich ab und zu in den Vordergrund spielen und sich dann aber auch bekämpfen, die sind durchaus immer wieder, wie wir ja gesehen haben, die vielen Rücktritte in den Landesverbänden, die führen dazu, dass eben hier ein gewisser Vorbehalt gegenüber dieser Truppe vorherrscht, wie früher auch von Seiten der SPD gegenüber den Grünen. Der hessische Ministerpräsident wollte mit der Dachlatte gegen die Grünen vorgehen. Das ist lange her und noch nicht so ganz erkennbar. Ja, ähnlich auch bei der Linken, nicht? Und der SPD-Abgrenzung. Das war ja auch eine Zeit lang, dass man quasi mit denen gar nicht sprechen wollte und dann aber mehr und mehr hineingedrängt wird in Gespräche. Genau, wenn wir jetzt eine rot-rot-grüne Regierung noch nicht so ganz erkennbar. Ja, ähnlich auch bei der Linken, nicht? Und der SPD-Abgrenzung. Das war ja auch eine Zeit lang, dass man quasi mit denen gar nicht sprechen wollte und dann aber mehr und mehr hineingedrängt wird in Gespräche. Genau, wenn wir jetzt eine rot-rot-grüne Regierung unter linker Führung in Thüringen haben, ist natürlich alle Kritik an einer AfD-CDU-Melange etwas schräg. Politische Inhalte nochmal gefragt. Fischt die AfD vor allem im CDU-Becken die Inhalte raus oder fischt sie auch im Becken der Grünen, der Linken, der SPD? Sie ist tatsächlich durchaus einerseits breiter aufgestellt als die CDU. Sie kann auch von den Linken, jedenfalls von den Wählern dort, etwas übernehmen. Auch die Nähe zu Pegida zeigt ja, dass sie sozusagen das sogenannte einfache Volk, den kleinen Mann, mobilisieren möchte. Aber von der Programmatik her ist sicherlich eine große Schnittmenge mit der früheren CDU gegeben, sodass also das, was übrig blieb früher, wird hier aufgesammelt von der AfD. Und darin liegt natürlich die Herausforderung für die CDU, dass hier eine Konkurrenz entsteht, die eigentlich nicht hätte, aus der Philosophie der CDU gesehen, nicht hätte entstehen können. Rechts von der CDU sollte eigentlich kein Platz sein, der ist entstanden. Jetzt wird daraus eine Politik gemacht. Danke für den Moment. Wir sprechen gleich noch auch über die Zukunft der AfD. Wir wollen jetzt aber einen Blick schauen. Ich sagte es vorhin so andeutungsweise, die AfD, sie sitzt ja auch im Europäischen Parlament und zwar mit 7 Vertretern, hineingewählt im letzten Jahr. Und wie schlägt sie sich dort? Das fragen wir jetzt. Zunächst einen Beitrag, anschließend mit einem Schaltgespräch nach Brüssel. Willy Brandt heißt das Gebäude nach einem, der immer mehr Macht fürs Europaparlament gefordert hat und mehr Toleranz. Ausgerechnet hier haben die Eurokritiker ihre Brüsseler Büros. Zu ihnen gehören auch die 7 Abgeordneten der Alternative für Deutschland. Wie Bernd Lucke, allesamt Neulinge auf dem glatten Brüsseler Parkett. Wir sind ja gerade eine Partei, die Meinungsfreiheit sehr hoch hält. Und selbstverständlich wird auch die Freiheit des Abgeordneten, also die Tatsache, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist, respektiert. Damit verteidigt er, dass im März noch die AfD in Erfurt beschloss, Sanktionen gegen Russland abzulehnen und dann später einer Resolution des Europaparlaments zustimmt, die diese Sanktionen fordert. Doch nicht nur da hat der europäische Alltag die Partei eingeholt. Lucke wollte Vizepräsident im Wirtschafts- und Währungsausschuss werden. Dagegen war am Ende sogar seine eigene Fraktion und andere sowieso. Es geht nicht zusammen, dass man das wichtigste Mitgliedsland gegen den Euro aufbringt, dafür eine Partei gründet und dann Vizepräsident des Ausschusses werden will, der nach den EU-Verträgen den Auftrag hat, den Euro auszugestalten und auch weiterzuentwickeln und zu stärken. Lucke, der gegen den künftigen Kommissionspräsidenten gestimmt hat, gratuliert ihm als Erster. Das empfanden viele als Provokation. Aber sie kommen weder beim Euro noch beim geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und beim Umgang mit Einwanderern an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der AfD vorbei. Wir hoffen, dass bis zum Ende der Legislaturperiode die Themen so abgearbeitet sind, dass es für die AfD auch keine Notwendigkeit mehr gibt, im Europaparlament vertreten zu sein. Das sieht Bernd Lucke natürlich anders. Er will zunächst mit der AfD den Sprung in den Brandenburger und Thüringer Landtag schaffen. Gleich in Brüssel fragen, Karin Bensch, wie schlägt sich denn die AfD in Brüssel und wo hat sie eine Art politische Heimat gefunden?
Ja, die AfD ist ja noch relativ neu im Europaparlament. Sie ist jetzt seit einem Dreivierteljahr da. Sie kam nach der Europawahl Ende Mai vergangenen Jahres hier an, hatte 7% aus dem Stand geholt. Das war schon beachtlich und konnte somit 7 Abgeordnete stellen. Diesen 7 war relativ schnell klar, dass sie alleine nichts ausrichten können, sondern eine Fraktion brauchen. Dann gab es so ein bisschen Gerangel hier in Brüssel darum, wer wird die AfD aufnehmen. Gelandet sind sie dann zum Schluss in der Fraktion der Konservativen und Reformisten. Das ist eine Gruppe, in der zum Beispiel auch die britischen Konservativen sitzen, also die Tories, die Partei von David Cameron, aber auch die polnischen Nationalkonservativen der Kaczynski-Partei. Bekannte Köpfe hier in Brüssel im EU-Parlament von der AfD, das sind die Köpfe, die man auch in Deutschland vor allem kennt, also AfD-Gründer Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel. Ich will noch mal fragen, bei dem, was Sie eben sprachen, also Sie sind eher im nationalkonservativen Spektrum angelangt, das heißt nicht im, ich sag mal, bürgerlich-konservativen Spektrum, wo die CDU beispielsweise beheimatet ist. Ganz genau. Die Christdemokraten sind ja in der EVP, in der Europäischen Volkspartei. Da konnte die AfD nicht reinkommen. Deshalb sind sie eben zu den Konservativen und Reformisten gegangen. Sie sind da auch ihrem Grundthema treu geblieben. Also sie stehen hier vor allem weiterhin zum Nein zum Euro, raus mit den Krisenländern wie Griechenland aus dem Euro. Und deshalb wird es auch spannend werden, wie sich die AfD nach der Wahl in Griechenland am kommenden Sonntag hier positionieren wird. Das heißt, sie haben einen recht starken Fokus auf wirtschafts- und währungspolitische Themen, versuchen aber sich auch in anderen Themenbereichen, zum Beispiel werben sie hier für weniger Europa, mehr Macht für die Nationalstaaten. Das heißt, Brüssel muss hier nicht alles regulieren, lass das doch die Länder selber machen. Und in jüngster Zeit haben sie sich auch sozialpolitisch geäußert. Da geht es vor allem um die Frage von Zuwanderung und Asyl. Aber man muss sagen, es fällt schon auf, dass sie in der Fraktion, in der sie gut aufgehoben sind, denn da sind viele Euroskeptiker, viele Konservative, sich da manchmal nicht politisch so gut durchsetzen können und gerade die starken konservativen Briten und Polen da manchmal mehr politisches Kapital rausschlagen, als die AfD das tut. Sie sagten eben, 7 sind in Brüssel. Wer ist denn da der Dominanteste? Ist das Bernd Lucke? Der muss ja eigentlich auch in Deutschland die Partei führen. Ich kann mir vorstellen, man kann ja nicht sozusagen an allen Orten gleichzeitig sein. Genau, Bernd Lucke ist hier sicherlich auch das bekannteste Gesicht der AfD im EU-Parlament, aber auch Olaf Henkel, wie schon gesagt, spielt hier eine Rolle. Aber es fällt schon auf, dass in Diskussionen Bernd Lucke immer so der Erste ist, der sich äußert. Und das ist genau auch das Problem. Er muss ja auch in Deutschland sehen, dass er seine Partei zusammenhält. Und gleichzeitig will er hier in Brüssel Europapolitik machen. Also das ist schon ein schwieriger Spagat. Wie, sag ich mal, sind denn die AfD-Abgeordneten verortet? Sitzen die eher, sag ich mal, am politischen Katzentisch oder sitzen die am Haupttisch und werden auch von anderen Politikern und anderen Parteien umworben? Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also sie sind hier nicht so die Exoten, wie man das manchmal vielleicht glaubt. Sie sitzen ja in einer sehr starken Fraktion der Konservativen und Reformisten. Sie stehen in einer Reihe so ein bisschen mit den britischen Konservativen, gerade was ihre Euroskepsis betrifft, aber haben auch ähnliche Positionen mit anderen nationalstaatlichen Parteien, wie kleine Parteien zum Beispiel aus Dänemark oder aus Finnland. Insofern gibt es hier im Europaparlament, vor allem seit der letzten Europawahl, noch viel extremere Parteien, die so an den Katzentischen sitzen. Dazu würde ich vor allem die UKIP-Partei aus Großbritannien zählen, von Nigel Farage, aber auch den Front National von Marine Le Pen aus Frankreich. Also das sind wirklich Parteien, die hier ordentlich aufmischen wollen, die auch an politischen Debatten nur bedingt interessiert sind, die stören wollen, die auch mit persönlichen, respektlosen Schmutzkampagnen hier für Aufsehen sorgen. Davon ist die AfD weit entfernt. Bench, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und einen schönen Tag Ihnen noch nach Brüssel. Gleich nachgefragt, Professor Timmermeier, ist ja sehr spannend, was Frau Bench da erzählt hat. Also die gehören quasi zu den, ich sag mal, weichgespülten Rechten, die sind noch gar nicht die extreme Front im Europäischen Parlament. Ja, das ist sozusagen bekannt, dass sie vor allen Dingen nichts mit UKIP und ähnlichen Gruppierungen zu tun haben, die ja doch einfach die eigentlichen Rechtspopulisten sind. Mhm. Insofern die Zuschreibung, dass die AfD rechtspopulistisch ist, ist
irgendwo richtig, aber eben auch irgendwo falsch. Und insofern kann man sehen... Bei Wikipedia, ich finde den Zettel jetzt nicht, habe ich irgendwo gelesen, eine abschließende ideologische Einordnung ist bislang noch nicht möglich. Ja, gut, das ist neutral formuliert. Man kann natürlich auch sagen, die Nähe zu den britischen Konservativen drückt sehr viel aus, glaube ich. Denn die britischen Konservativen werden ja auf dem Kontinent sozusagen auch nicht leicht angenommen, auch von der CDU aus nicht, einfach weil Cameron da natürlich eine relativ unabhängige Position einnimmt. Und die ist aber durchaus sehr affin zur AfD. Insofern haben wir es bei der AfD, bei diesem Experiment, auch mit einer nicht Britannisierung unseres politischen Systems zu tun, aber ein Stück weit kommt dieser Gedanke hier auf und ein. Aber wenn man eine Insgesamtbilanz sieht, liegt es eben an der AfD, ob sie tatsächlich so seriös auftritt wie die britischen Konservativen oder ob sie ein bisschen volatiler ist und sich selbst auflöst. Zum Bernd Lucke wollte ich Sie noch was fragen. Er war ja in Hamburg eine Größe als Professor, eine Stadt, die ja auch zu Großbritannien enge Beziehungen über Jahrhunderte hat. Das erinnerte mich, als Sie das eben ansprachen. Jetzt ist er in Brüssel, jetzt ist er in Deutschland im Wahlkampf. Er hat demnächst den Parteitag in Bremen. Er hat die Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Muss dieser Mann sich nicht, sage ich mal, in viele Personen aufteilen, um auch als Partei überleben zu können? Ja, eigentlich insofern wäre die Spitze, die breite Spitze mit Gauland, Petri, Henkel eigentlich unter diesem Aspekt interessant gewesen. Und keine zugespitzte Spitze. Keine Zuspitzung. Ne? Jetzt will er die Macht sozusagen an sich ziehen, was inhaltlich programmatisch einerseits natürlich wichtig ist, dass die Vielstimmigkeit abnimmt. Okay. Die war ja ein Problem. Aber es macht ihn auch angreifbarer, nicht? Weil und vor allen Dingen das zu verkörpern, operativ sozusagen, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Und von Brüssel aus eine deutsche Partei zu leiten und programmatisch voranzubringen und in Ordnung zu bringen, ist natürlich eigentlich ein Kunststück, was man so gar nicht aufführen kann. Das ist ein eigenes Experiment, im Experiment. Ja. Jetzt sagt Herr Lucke oft, man tut seiner Partei Unrecht, man stellt sie in ein Spektrum, wo sie nicht reingehört. Von Ihrer Sicht als Wissenschaftler, wo tut man der Partei vielleicht auch Unrecht ein Stück weit? Also man muss einfach sehen, in der politischen Arena geht es einfach auch nicht einfach nur, geht es nicht nur um Wahrheit, sondern es geht um sich durchzusetzen. Und da braucht man entsprechende Bandagen, muss auch entsprechende Dinge einstecken können. Es herrscht eben auch Streit. Insofern ist durchaus die Auseinandersetzung eben ab und zu unfair. Die Politik ist aber so. Insofern teilt die AfD ja auch aus. Das gehört dazu. Also wenn man dazu fähig ist, in dieser Arena sich zu behaupten, dann hat die AfD da ihren Ort. Aber im Moment hat sie es natürlich schwer, einfach weil ihr Gesamtimage noch problematisch zu sein scheint. Und von daher gibt es ein Abgrenzungsbedürfnis von vornherein ihr gegenüber, was die Linke zum Beispiel in der Bundesrepublik so nicht mehr vorfindet. Glauben Sie aber, dass Luft ist sozusagen für eine dauerhafte AfD? Oder glauben Sie, die CDU wird irgendwann die AfD ein Stück weit schlucken und der Rest-AfD-Bestand wird irgendwo untergehen oder vielleicht in eine wiedererstarkende FDP münden? Ich glaube eher, dass die AfD auf sich selber heraus sozusagen finden muss. Das ist einfach eine, da kann man noch keine Perspektive erkennen, dass es wirklich gelingt, der CDU, dass sie sozusagen erreicht, die Konkurrenz trocken zu legen. Da müsste man Leute wie Moring oder Wagner aus Hessen und so weiter den konservativen Flügel gelten lassen, damit er sozusagen abziehen kann. Das muss man sehen, ob das mit der Merkel-Regie vereinbar ist. Darin gibt es natürlich Auseinandersetzungen, das haben wir ja gerade gesehen mit dem Parteitag, dass man da sehr zunächst mal auf Distanz geht und verständlicherweise, aber langfristig muss man sich da natürlich was anderes einfallen lassen. Immermeier, sehr spannende Einschätzung zu einem noch laufenden politischen Experiment, wie man es ja auch nennen könnte, AfD. Ich danke Ihnen für die Einschätzung. Ich danke der Frau Bentsch vorhin aus Brüssel für die Einschätzung und natürlich auch an Herrn Gauland für Einschätzungen aus der Partei. Und wir zeigen Ihnen zum Abschluss unseres Schwerpunkts noch eine Dokumentation, ganz frisch auf dem Tisch. Sie heißt Der Machtkampf der Wutbürger. Och, wissen Sie, wir werden schon so lange in die rechte Ecke gedrängt, dass wir da schon fast wieder draußen sind. Wir sind keine Ossi-Partei. Das müssen wir jetzt in Hamburg klarstellen. Ich glaube, dass unsere Mitglieder, aber auch die Mitbürger im Westen einfach ein bisschen mutiger werden müssen, ihre demokratischen Rechte selbst in die Hand zu nehmen. Wir stehen draußen und kriegen den Gegenwind des Zeitgeistes ins Gesicht.
Mitte Januar. Wahlkampfstart der Alternative für Deutschland zur Bürgerschaftswahl. Die Zugpferde? Drei Wirtschaftsprofessoren. AfD-Chef Bernd Lucke, Spitzenkandidat Jörn Kruse und Ex-Industriepräsident Hans-Olaf Henkel. Der Hanseat Henkel soll die liberalen Wähler einsammeln. Weil wenn wir es hier schaffen, werden wir es überall in Deutschland schaffen. Die selbsternannte Partei der Wutbürger steht bei wackeligen 5%. Die Stimmung ist getrübt. Ein Bruch geht durch die AfD. Wer soll sie führen? Wohin steuert sie? Der Konflikt entzündet sich an Pegida. Man kann das sich anschauen, und weil man neugierig ist, was bringen die dort. Das heißt aber nicht, dass wir mit Pegida jetzt uns verbandeln müssen. Ich finde grundsätzlich Pegida richtig. Das ist unser Bürgerrecht, auf die Straße zu gehen. Und wie Frau Merkel sich jetzt verhält, das finde ich einfach nicht mehr demokratisch. Gezündelt hat Lukes Stellvertreter Alexander Gauland. Dresden, Mitte Dezember. Pegida marschiert. Um sich ein Bild zu machen, ist Gauland angereist. Herzlich willkommen zum 9. Abendspaziergang gegen Glaubenskrieger und für die Meinungsfreiheit. Weniger Flüchtlinge, weniger Zuwanderung, weniger Islam, fordert Pegida. Gauland nennt die Bewegung einen natürlichen Verbündeten der AfD. Das sind alles Dinge, die wir auch unterschreiben, die wir auch sagen und die nicht problematisch sind. Null-Toleranz-Politik gegen straffällig gewordene Asylbewerber, sagen wir auch. Die Islamkritiker vereinen dieses Mal 15.000 Menschen. Aber sie grenzen andere aus. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich gehe hier zur Schule, ich studiere hier Sozialpädagogik. Und ich lebe hier und es ist mein Zuhause. Und wenn ich das sehe, dann habe ich das Gefühl, ich gehöre hier nicht hierher. Das ist eine normale Demonstrationsveranstaltung von Menschen, die mit einigen Dingen im Lande nicht zufrieden sind. Da ist jede Gewerkschaftskundgebung, sagen wir mal, aggressiver. Im fernen Straßburg erreichen Lucke die Schlagzeilen über Gaulands Pegida-Besuch. Im EU-Parlament steht die Euro-Krise auf der Agenda, Luckes Steckenpferd. Ursprung der AfD. Aber Gauland zwingt Lucke andere Themen auf. Henkel ist entsetzt. Naja, ich habe mir das angesehen und habe ja meinen Parteikollegen empfohlen, daran nicht teilzunehmen, weil das Risiko, dass man durch diese Teilnahme den Medien wieder genug Argumente gibt dafür, dass wir nun rechtspopulistisch oder gar ausländerfeindlich sein, das Risiko halte ich für zu hoch. Sitzungspause. Lucke im Spagat zwischen Parteivorsitz in der Heimat und dem Abgeordnetenmandat in Europa. Er sucht noch seine Position zu Pegida. Die Anhänger will er gern als Wähler. Zusammenarbeit lieber nicht. Viele von diesen Bürgern sind jetzt enttäuscht davon, dass immer nur gleich mit dieser Abwehrhaltung reagiert wird und versucht wird, von den unangenehmen Begleiterscheinungen dieser Demonstranten, die es ohne Zweifel gibt, dann zu schließen auf die Gesamtheit der Demonstranten. Das finde ich unangemessen und da möchte ich mich auch verstehen als jemand, der kämpft für sozusagen das Recht der Anständigen unter diesen Demonstranten gehört zu werden. Doch Luckes Parteifreunde sorgen selbst für unangenehme Begleiterscheinungen. Düsseldorf im Dezember. Dügida-Demonstration. Hier gibt ein AfD-Mitglied den Ton an, hetzt gegen Flüchtlinge. Alte Menschen, die dieses Land aufgebaut haben und jetzt ihre Pflegeheime räumen müssen für Asylbewerber? Ich sage, das ist sozial ungerecht. Wo zieht die AfD rechts die Grenze? Keine NPD- und DVU-Mitglieder. Das ist Konsens. Und Rechtsradikale ohne Parteibuch? Politikwissenschaftler Werner Patzelt beobachtet die AfD seit ihrer Gründung. Damals Sammelbecken für Eurogegner und enttäuschte CDU-Mitglieder. Nun auch Heimat für rechte Populisten und Radikale. Natürlich hat die Wählerschaft, die in den Landtagswahlen Ostdeutschlands für die AfD gewonnen wurde, auch noch anderes im Kopf als die Euro-Rettungspolitik. Und weil die freie, verfügbare Wählerschaft eben nicht im linken Bereich zu finden ist, dort gibt es genügend Parteien, ist es natürlich eine überwiegend rechte Wählerschaft und das zwingt den Landesverbänden eine auch rechtsakzentuierte politische Position auf. Sie haben mit Reizthemen in Ostdeutschland Wahlen gewonnen. Die beiden starken Landeschefs aus Sachsen und Brandenburg, Frauke Petry und Alexander Gauland.
Grenzkriminalität, konservatives Familienbild, Zuwanderung. Immer hart am rechten Rand. Das Problem liegt darin, dass man in den alten Bundesländern wesentlich ängstlicher darin ist, sich mit Themen zu beschäftigen, die gesellschaftlich immer noch anrüchig sind. Und das Einwanderungs- und Flüchtlingsthema ist ein Thema, das in den letzten Jahren leider viel zu oft den extremen Rändern überlassen wurde. Alexander Gauland war mit dem Tabubruch am erfolgreichsten. 12% bei der Landtagswahl in Brandenburg. Nun will er seine Strategie der Gesamtpartei aufzwingen. Gaulands politische Heimat war die CDU rechtsaußen. In Hessen war er Staatskanzleichef. Im Osten Publizist und Buchautor, ein Intellektueller. Nun verkauft er Populismus als gesunden Menschenverstand, die AfD als Stimme des angeblich entmündigten und ungehörten Bürgers. Deutlich das aufnehmen und ansprechen, was die Menschen bewegt und damit den anderen Parteien vormachen, was sie ja nicht mehr tun. Sie sind ja durch die politische Korrektheit innerlich so gefangen, dass sie nicht mehr den Versuch machen, den Menschen, sie hören nicht mehr den Menschen zu, aber sie machen auch nicht mehr den Versuch, irgendetwas zu lösen. Gaulands Geschäftsmodell ist Provokation, immer wieder auch in Asyldebatten. Nur, meine Damen und Herren, das löst das Problem nicht. Das nämlich darin besteht, dass am Ende zu viele und oft die Falschen bleiben. Herr Dr. Gauland, Sie sind der Brandstifter. Sie sind der Biedermann vor den Brandstiftern. Sie sind der Bildungsbürger, der sich vor den kleinkriminellen Bachmann von der Pegida-Bewegung steht. Die ostdeutschen Verbände wissen, dass sie in einem sehr günstigen historischen Moment in die Landtage gewählt worden sind und dass sie in 4 Jahren wieder vor den Wähler treten müssen und entweder dann als eine Episode in die deutsche Parteiengeschichte eingehen oder tatsächlich eine neue Partei rechts von der Union aufbauen. Und das ist sozusagen eine aus AfD-Sicht einmalige Chance, ein Zeitfenster, das einmal da ist und wo man dann mit aller Kraft darum streiten muss, dasjenige zu tun, was man für das Richtige hält. Für AfD-Chef Lucke wird es deshalb schwieriger, die Partei aus der Ferne zu lenken. Basisarbeit im Europaparlament. Für eine Besuchergruppe ist er der Star. In der Partei nicht mehr alternativlos. Lucke doziert über Eurokrise, Zinspolitik und Bankenunion. Der Wirtschaftsprofessor setzt andere Schwerpunkte als Gauland. Die AfD soll bürgerlich, konservativ und wirtschaftsliberal sein. Wir müssen zeigen, dass wir eine Partei sind, die politisch etwas gestalten will und die sich ernsthaft mit Themen auseinandersetzt. Und zu den Themen, zu denen wir noch relativ wenig gesagt haben, zählt die Steuerpolitik und die Sozialpolitik. Der Streit in der AfD holt Lucke auch hier ein. Die Basis ist verunsichert. Zu diesen Sachen, die in der Presse aufgeworfen worden sind von Herrn Gauland, insbesondere auch in Bezug auf meine Person und so, werde ich öffentlich nicht Stellung nehmen. Deshalb sage ich da auch nicht, solange hier irgendwelche Kameras laufen. Sorry. Es geht um die Macht in der Partei. Lucke will die AfD allein führen. Die gleichberechtigten Vorsitzenden Petri und Adam ausboten. Sein Kalkül? Der Vorsitzende bestimmt den Kurs. Ja, der Koordinierungsbedarf wächst natürlich, wenn man 3 Sprecher hat, die gleichrangig sind. Und auch bei Sprechern, die sich eigentlich gut verstehen, gibt es eben Meinungsverschiedenheiten. Und das ist keine gute Situation, wenn es solche Meinungsverschiedenheiten gibt, ohne dass es klar ist, wie die Kompetenzen zwischen den Sprechern verteilt sind und wer gegebenenfalls sagen kann, wie die Marschroute der Partei ist. Lukes Gegner wollen ihm auf dieser Marschroute nicht folgen. Der Streit eskaliert, wird öffentlich. In Brandbriefen wird Lucke Führung nach Gutsherrenart vorgeworfen. Gauland nennt ihn einen Kontrollfreak. Er ist zwar einer, aber das gehört nicht in der Form in die Presse. Das ist aber nicht der Streitpunkt zwischen uns. Der Streitpunkt zwischen uns ist die Frage, ein Vorsitzender mit Generalsekretär oder 3 Sprecher. Und da bin ich leidenschaftlich für das 3-Sprecher-Modell. Denn, und das habe ich ja gerade versucht auszuführen, wir haben inzwischen viele Menschen dazu gewonnen, die sich durch die Anti-Euro-Politik von Bernd Lucke nicht mehr vertreten fühlen. Und es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man die Basis verbreitert, die Spitze zu verengen. Die Personalentscheidung wird zum Richtungskampf. Wiesbaden, Werbetour für die Dreierspitze. Parteisprecher Konrad Adam war früher CDU-Mann.
Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen und Welt. Jetzt vertritt er den rechten Flügel der AfD. Seine Angst? Lucke könnte als Parteichef Themen unterdrücken, wie die Kritik an Asylpolitik und Islam. Wenn der Versuch gemacht wird, gewisse Positionen auszublenden oder von vornherein gar nicht erst zu Wort kommen zu lassen, ist für mich der Punkt erreicht, wo ich mich frage, ob die Partei noch das ist, als was ich sie ursprünglich mal mitbegründet habe. Bitte schön, Frauke. Auch Frauke Petry will ihre Position nicht kampflos räumen. Sie ist populär, nicht nur in der sächsischen AfD wie hier in Annaberg im Erzgebirge. Neben Lucke ist Petry das andere Gesicht der AfD, vierfache Mutter. Als Unternehmerin ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Gerade jetzt nah an der Basis. Aber manche Streits sind notwendig, wenn am Ende ein besseres Ergebnis steht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das bessere Ergebnis hinbekommen. Ich werde nie Bernd Lucke's Part als Ökonom übernehmen können. Er wird nie meinen als Naturwissenschaftler und Frau übernehmen können. Und insofern müssen wir uns ergänzen. Darin sind wir uns einig, dass wir in den letzten Wochen und Monaten medial stärker durch die Ostlandesverbände bestimmt werden. Liegt einfach darin, dass Themen in die Öffentlichkeit geraten sind, die wir einfach auch mitbedienen müssen. Der Westen folgt mehr und mehr Petrys Kurs. Szenen aus dem Hamburger Wahlkampf der AfD. Spitzenkandidat Kruse zielt mit plumper Islamkritik auf rechte Wähler. Drei Tage nach dem Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Es ist eine Lebenslüge unserer politischen Klasse, die Einsicht zu verweigern, dass viele unserer Probleme eine bestimmte religiöse Grundlage haben. Was in einigen Männerherren schiefgelaufen ist, dass sie ihre Frauen und Töchter zwingen, als schwarzes Monster durch die Gegend zu laufen. Erschließt mich mehr nicht. Wie in Ostdeutschland könnte Luckes AfD auch im scheinbar liberalen und weltoffenen Hamburg damit Erfolg haben. Man darf keine Gleichsetzung derart machen, dass Großstadt schon liberale Wählerschichten heißt. Denn natürlich gibt es in den Großstädten auch die sozial Abgehängten, die kleinen Leute, jene, die sich von großbürgerlichen und grünen und liberalen Parteien nicht so richtig vertreten fühlen, weil sie eben kleine Leute mit den typischen Problemen kleiner Leute sind. Sodass ein rein auf Liberalität, Wirtschaftsliberalität und so weiter ausgerichteter Wahlkampf ohnehin dort vernachlässigte Wählergruppen nicht erreicht. Wohin steuert Lucke's AfD? Die Partei steht inhaltlich vor einer Zerreißprobe zwischen rechten Populisten, Konservativen und Wirtschaftsliberalen. Geklärt ist vorläufig nur die Führungsfrage. Freitag, 16. Januar. AfD-Zentrale in Berlin. Lucke gelingt ein Kompromiss, scheinbar ein Sieg für ihn. Er kann ab Dezember die Partei allein führen. Bis dahin soll auch das Parteiprogramm stehen. Also Sie können das so verstehen, dass ich Wert darauf lege, dass wir eine effiziente Führungsstruktur in dieser Partei haben, die es mir ermöglichen würde, die Partei auch zum Erfolg zu führen oder zu weiteren Erfolgen zu führen. Bis Dezember will er die Partei auf Linie bringen, muss aber die Macht mit Petry teilen. Sie wird ihren Kurs vorantreiben. Offen, ob sie selbst nach der Macht greift. Die von mir immer wieder gewünschte Breite in den Inhalten, in den Personen, die werden wir im Programmprozess innerparteilich, demokratisch miteinander abstimmen. Und dann wird die Basis, ein Programmparteitag, über das endgültige Parteiprogramm, zumindest jetzt für die nächsten Jahre, entscheiden. Und das ist eine Basis, auf der dann auch ganz klar ist, wer die Führung übernehmen soll. Kann Lucke seine Alleinherrschaft wirklich durchsetzen? Das Urteil fällt der Parteitag Ende Januar. Die Basis ist gespalten. Hunderte haben schon Widerspruch angemeldet. Der Machtkampf bei den Wutbürgern geht weiter.